Skarking und Shimo werden die beiden großen Antagonisten im kommenden Godzilla Kong The New Empire Film. Und hiermit haben wir auch schon das Schlagwort. Was heißt denn die beiden großen Antagonisten? Wir haben uns jetzt schon öfter in bestimmten Videos oder auch auf Livestreams oder in Livestreams auf Twitch gefragt, wie groß denn jetzt wirklich Godzilla und Kong zum einen im neuen Godzilla Kong The New Empire Film sind, wie groß hingegen allerdings auch Skarking und Shimo zu den beiden dann wirklich sind. Und bisher war das Ganze ein bisschen schwieriger, weil die Trailer dann doch mit so komischen Größenverhältnissen arbeiten. Also wir haben zum einen ein Bild, bei dem wir sehen, wie Skarking die Menschen an der Copacabana anbrüllt und dadurch natürlich auch extrem massiv und mächtig rüberkommt. Allerdings hier auch eben nur im Vergleich zu, naja, uns normalen Menschen eben. Auf der anderen Seite sehen wir dann zwar auch, dass Skarking und Kong irgendwie fast dieselbe Größe haben, aber auch das kann man nicht wirklich 1:1 dann so nachweisen, denn die beiden befinden sich im Kampf, der eine hat dann eher eine geducktere Körperhaltung, der andere steht dann eben größer da. Außerdem wissen wir ja auch nicht, ob Kong vielleicht größer geworden ist im neuen Godzilla-Film. Es war also alles bisher relativ unklar gewesen. Bis jetzt. Wir haben jetzt offizielle Auskünfte darüber, wie groß Godzilla und Kong in den neuen Filmen sind. Das wurde jetzt von der Empire selber offiziell bestätigt und angegeben. Außerdem gibt es wirklich Nerds da draußen, die ich unfassbar respektiere, die sich hingesetzt haben und anhand der Größenverhältnisse von Godzilla und Kong im Vergleich zu Shimo und Skarking errechnet haben, wie groß denn Skarking und Shimo ungefähr sein müssten, damit das auch alles passt. Und ich muss wirklich sagen, ey, ziemlich geile Sache auf jeden Fall. Wir reden da jetzt mal drüber. Viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, dieses Bild hier ist uns inzwischen allen relativ geläufig. Wir sehen hier, wie Kong mit seinem Handschuh und eben Godzilla in der Evolved-Form in Ägypten vor der Sphinx stehen. Und ja, hier haben wir eigentlich schon ein relativ gutes Größenverhältnis und ich weiß, ja, die Sphinx ist wesentlich weiter im Hintergrund. Allerdings kann man anhand der offiziellen Größe der Sphinx auch hier so ein bisschen darauf eingehen, dass die beiden eben einfach wesentlich massiver geworden sind. Und ja, auch Adam Wingard hat das Ganze nochmal bestätigt gehabt. Er meinte nämlich, dass sowohl Kong als aber auch Godzilla von der Größe her nochmal ein bisschen herangewachsen sind. Kong zum einen, weil er eben in Godzilla vs. Kong immer noch nicht ganz ausgewachsen gewesen ist. Darauf ist man aber, glaube ich, auch sogar im Film selber eingegangen. Und Godzilla hat eben nochmal einen kleinen Größenschub gemacht, als er dann eben die Evolved-Form erreicht hat. Und da ich mir Zahlen wirklich ultra schwer merken kann, habe ich das Ganze einfach mal hier auf dem Handy gespeichert und werde euch gerade mal ganz kurz präsentieren, was denn jetzt wirklich die verschiedenen Größenverhältnisse sind. Wir beginnen mit Godzilla und Kong und switchen dann mal rüber zu Skarking und Shimo. Und glaubt mir, ihr werdet wirklich überrascht sein, was da für Giganten auf uns zukommen werden. Besprechen wir vielleicht zum Anfang nochmal ganz kurz, damit wir da einen größeren Abgleich haben, wie hoch denn jetzt wirklich die Sphinx ist. Wenn wir das einfach mal bei Google eingeben und dann mal wirklich auch selber Recherche anlegen, dann sehen wir relativ schnell, dass die Sphinx eine Höhe von 20 Metern hat, ja. Laut offiziellen Angaben ist die Sphinx 73,5 Meter lang und eben 20 Meter hoch. Godzilla in der Evolved-Form in Godzilla Kong The New Empire hat eine sportliche Größe, also eine Höhe in diesem Fall, von 130 Metern. Das heißt, Godzilla ist einfach mal 110 Meter höher als die Sphinx an sich. Und Kong, jetzt eben in der ausgewachsenen Variante, in der quasi King Kong Variante, hat eine sportliche Höhe von 110 Metern und ist damit immer noch kleiner als Godzilla selbst. Wenn wir uns nun einfach mal die Bilder sowohl von Skarking als aber eben auch Shimo angucken, dann können wir gerade auf dem Bild hier so ein bisschen mehr Informationen davon rausnehmen, beziehungsweise auch von dem Bild hier, denn auch hier sehen wir ja Shimo rechts in der Ecke, immer ein bisschen weiter Abstand auch noch von Skarking selber, aber da kann man ungefähr ahnen, wie groß denn jetzt Shimo an sich ist. Und das ist hierbei äußerst interessant, denn auch Skarking hat inzwischen eine offizielle Größenangabe bekommen. Er ist einfach genauso groß wie Godzilla mit 130 Metern und somit auch größer als Kong. Und ja, jetzt könnt ihr mir ruhig schreiben, ah Tobi, du hast immer mal gemeint, Skarking wäre der größte von allen. Und ja, das dachte ich halt auch. Okay, Skarking ist eben jetzt genauso groß wie Godzilla, evolved, das ist ganz wichtig, und damit eben größer als Kong. Wenn wir uns allerdings nun mal Shimo anschauen, da haben sich wirklich einige Leute Gedanken drüber gemacht, dann sehen wir auf diesem Bild hier, dass Shimo ein bisschen weiter Abstand zu Skarking hat. Und wenn man das Ganze dann nochmal relativ realistisch auf eine Ebene verfrachtet, dann hat Shimo eine ähnliche Größe, also eine Höhe, wir reden hier nur von der Höhe,
wie Scar King selber. Adam Wingard wies darauf hin, dass Shimo mindestens doppelt so massiv ist wie Godzilla an sich und hierbei wurde eben quasi auch von der Länge gesprochen. Jetzt dürfen wir dabei nicht vergessen, dass Shimo auf dem Bild und auf dem Bild und eigentlich auf allen Bildern, die wir bisher gesehen haben, auf zwei Beinen läuft. Erste Leaks haben allerdings auch schon davon berichtet, dass wir auf jeden Fall sehen werden, wie Shimo sich mindestens einmal komplett aufrichten wird und dann werden wir eben die komplette massive Form von Shimo sehen. Und nochmal ganz kurz auf den Trailer einzugehen, wir hatten ja die eine Szene hier gehabt, wo Kong sich so umgedreht hat und irgendwas Riesiges kam hinter ihm an und wir haben uns dann darauf geeinigt, das Ganze könnte irgendwie Mothra sein. Allerdings sind wir ja hier wohl irgendwie auch in Rio und der Kampf mit Scar King und Shimo und wohl auch Kong findet auch einmal wohl kurz in Rio statt, beziehungsweise der gesamte Endkampf findet ja wohl auch in Rio statt. Also möglicherweise sehen wir hier tatsächlich auch lediglich einen Shimo, der sich gerade komplett vor Kong aufbaut und dass wir eben dann hier die komplette massive Form von Shimo sehen. Und damit haben wir die Bestätigung, Shimo ist nicht einfach nur der aktuell älteste Kaiju, den wir bisher kennen, oder sie, Shimo ist ja eine Frau, also ein Weibchen. Shimo ist ebenfalls doppelt so groß wie Godzilla und damit der größte Kaiju, den wir bisher im Monsterverse haben. Deswegen erwarte ich persönlich mir da auch relativ viel von dem Tier, gerade wenn man es eben jetzt auch so auffällig geheim hält von der Optik her, vom Look her. Ich meine, das haben sie auch bei Mechagodzilla ähnlich gemacht. Da hast du auch Mechagodzilla nur erkennen können im Godzilla vs. Kong Trailer, wenn du im richtigen Moment auf Stopp gedrückt hast. So ist es jetzt ja auch hier. Man hat quasi Shimo immer nur in bestimmte Frames reingepackt und im Endeffekt wissen wir aber durch die Spielzeuge, ja, Shimo existiert auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie das Tier wirklich rüberkommt, ob wir da auch wirklich diese pure Macht dahinter spüren. Ein paar von euch haben ja auch schon die Theorie geäußert. Was ist, wenn Shimo eigentlich der Drahtzieher hinter allem ist und Scar King ist mehr oder weniger so der Handlanger? Hey, inzwischen durch Trailer 2 ist wieder alles so ein bisschen verworfen worden, das kann alles sein. Ich kann es euch wirklich aktuell nicht sagen, aber ich glaube noch nicht daran, dass Shimo wirklich der Drahtzieher hinter allem ist. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung zu dieser schieren, massiven Größe von Shimo? Sagst du, das ist ziemlich geil, hast du das Ganze kommen sehen oder bist du immer noch der Meinung, nee, keine Ahnung, Shimo, mit dem kann ich nichts anfangen. Schreibt mir deine Gedanken in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.